Wie man kalten Kaffeeschaum macht, wie man ihn in einigen Cafés findet. Um dies zu tun, benötigen Sie folgende Zutaten. 130 ml flüssiger schwarzer Kaffee. 50 Gramm Puderzucker. 150 ml Schlagsahne, bereits gesüßt. Außerdem benötigen Sie für die Zubereitung des Schaums eine Kaffeemaschine, einen Kühlschrank, eine große Flasche, auch aus Kunststoff, ein Trichter. Hier sind die Schritte zur Zubereitung des Rezepts. Bereiten Sie den Kaffee mit einer normalen Mokka-Kanne zu. Gießen Sie 130 ml Kaffee in ein Gefäß und stellen Sie es in den Kühlschrank. In der Zwischenzeit stecken Sie den Trichter in die Flasche und geben Sie 50 Gramm Puderzucker aus dem Trichter, 150 ml bereits gesüßte Schlagsahne und schließlich die 130 ml schwarzen Kaffee, den wir zuvor im Kühlschrank aufbewahrt hatten. Schütteln Sie die Flasche kräftig für einige Minuten in vertikaler Richtung. Ihr kalter Kaffeeschaum ist einsatzbereit. Es sollte kalt serviert werden, auch mit der Zugabe von Schokostreuseln oder Kakaopulver. Der Rest kann im Kühlschrank aufbewahrt werden und dann vor dem Servieren erneut in der Flasche geschüttelt werden.